Ich habe euch Best of Pesti gegeben, das fand ich sehr cool, ist ja auch gut angekommen, aber ich muss einfach hier wieder meinen normalen Plan durchziehen. Und das macht mir auch Spaß und ich will es auch spielen. Aber irgendwie... Ich kann es halt nicht einfach so spielen. Ich muss es dann schon aufnehmen und damit ihr da etwas davon habt und so. Es ist ja eine Serie. Und ich kann nicht einfach eine Serie anfangen und es dann privat weiterspielen. Was wäre das denn? Das wäre einfach nicht cool, Mann. Das ist nicht fair. So, da ist unsere... das ist die Lucky Block Plattform. Was ist eigentlich? Kann ich nicht selber einen Lucky Block herstellen? Die Gold Coins, wenn ich die schmelze, dann werden sie in Gold Nuggets. Okay, gucken wir mal. 22 durch 9, da kriege ich ja nur 2 Ingots raus. Okay, es reicht also bei weitem nicht. Wenn ich einen Lucky Block haben will, dann brauche ich 8 Ingots. Der Dropper wäre jetzt tatsächlich kein Problem, aber ich brauche viel mehr Gold. Also mit den 22 Gold Coins wird es nicht hinhauen. Und Gold bekomme ich ja aus 9 Gold Nuggets, klar. Oder aus normalem Gold Ore ist auch klar. Oder aus Gold Dust. Also es ist alles, klar, wenn ich ein QED habe, dann kann ich es verdreifachen mit einer Kohle. Aber das ist einfach in Bezug auf Kohle recht verschwenderisch. Also wir können noch keinen Lucky Block selber craften. Das ist einfach noch Zukunftsgeschwätz. Oh, Baked Apple. Ja, stimmt. Wir müssen noch die anderen Äpfel backen. Und da ist noch ein Baum. Fantastisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bessere Crooks gibt. Aber ich weiß nicht, wie die heißen. Es gibt, glaube ich, sogar ein Elektro-Crook. Es gibt, glaube ich, auch einen Formic-Crook. Wir gucken mal kurz. Crook. Da haben wir den normalen. Dann haben wir einen aus Bone. Der hat noch einen Attack-Damage und der hält fast 4-mal so lange. Den sollten wir vielleicht mal bauen. Und dann ein Flux-Infused-Crook. Das ist ganz großartig mit dem Flux-Crystal und dem Obsidian-Rod. Haben wir gerade in Pesti Inc. gemacht. Nein, Quatsch. In Rising Bros. Haben wir das gemacht. Werde ich in Pesti Inc. wahrscheinlich auch noch machen, aber aus anderen Gründen. Und mit diesem Flux-Zeug bekommen wir dann wunderbar ein Flux-Infused Crook. Ich weiß natürlich nicht, ob das überhaupt noch nötig sein wird, wenn ich es mir leisten kann. Denn spinnen wir das einfach mal weiter. Wenn ich mir Flux-Infused Crooks leisten kann, bedeutet das, ich habe eine starke Stromversorgung, ich habe einige Diamanten und Obsidian, das heißt, ich habe gute Werkzeuge und ich habe genug Materialien, um Magma Crucibles und Fluid Transposer zu bauen. Und ich glaube, ich brauche auch Blazes für Pyrethium Dust, genau. Und ich brauche auch einiges an Sulfur, also war ich wahrscheinlich auch schon im Nether. Wenn wir uns das jetzt mal zusammendenken, ich habe wertvolle Materialien, gute Ausrüstung und war schon im Nether, meint ihr, dann brauche ich noch einen Crook? Ich meine, der Crook mag noch so gut sein, aber dann habe ich wahrscheinlich eine Mine Factory Reloaded Farm, die mir die Blätter automatisch abschlägt und abschert. Dann brauche ich einfach keinen Crook mehr. Also, sobald ich mir das leisten kann, ist eigentlich die Idee eines Crooks überflüssig. Und das finde ich fast schade. Das ist es wirklich. Ich werde aber definitiv einen besseren Crook bauen, sobald ich die Möglichkeit habe, sobald wir 4 Bones haben. Das werde ich jetzt einfach machen. Ich glaube, das ist es wert. Ich kann ruhig die ganze Zeit im Kreis laufen und die Bäume so dazu bringen, zu wachsen. Aber ständig diese Crooks zu bauen, nervt. Und ich werde einfach zusehen, dass ich einen... Ich werde einfach zusehen, dass ich einen Bone Crook baue. Und übrigens haben wir einen neuen Hut. Aber den gucken wir uns gleich an, wenn ich hier sicher rausgekommen bin. Verdammter Mist! Gut. Einen! Ja, verarsch mich doch nicht! Einen, da waren noch 2 Skelette. Na schön. Aber Epic Loot Bag. Scheiße. Was? 3 Sacred Rubber Saplings? Bist du dir sicher, dass das so epic ist, wie du mir versprichst? 3 Sacred Rubber Saplings. Okay, ich wollte eigentlich einen Bone Crook. Und was ist? Du gibst mir 3 stinkende Rubber Saplings. Na schön, wir haben so viel Dirt und wir haben so viel Holz. Wir können ruhig die Rubber Saplings anbauen.
Wir gehen einfach mal hier ein bisschen. Keine Ahnung, das wird ein einmaliger Anbau. Wisst ihr was? Da können wir eigentlich hier. Wir werden einfach hier einen Dirtblock in die Ecke setzen und den Baum da anpflanzen, diesen Sacred Rubber Sapling. So, den pflanzen wir da an. Alter, was für ein Name. Mine Factory Reloaded Rubberwood Sapling. So, den pflanzen wir da an. Guck mal, ob Bone funktioniert. Und wenn wir den abgebaut haben, baue ich das wieder ab, weil ich glaube nicht, dass wir so viel. Ach, ja, keine Ahnung. Soll er mal von alleine wachsen, von mir aus. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit auf Rubber Trees gehen werden. Und ich brauche jetzt momentan auch nicht mehr Bäume. Wir pflanzen das jetzt einfach mal an. Meine, ist jetzt halt mal ein anderer Baum, ne? Eigentlich auch keine schlechte Sache. Aber haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich nötig. So, es wäre eigentlich ganz schön. Ja, vielleicht kann ich sie auch kompostieren. Aber vielleicht ist es Verschwendung. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ich meine, es war ein Epic Lootback und was bekomme ich? 3 Saplings. Na ja, gut, wir wollen mal sehen, ob da nicht noch mehr Monster spawnen. Jawohl, da sind schon wieder mehr drin. Ich höre zumindest 2 Zombies und eine Spinne. Und, Skelette. Und schon wieder ein scheiß Creeper. Was ist denn hier los? Ha! Großartig. Wie, du gibst mir einen Bogen? Was ist das denn für ein Käse? Und der gibt mir einfach nur einen Schädel. Und einen Pfeil. Ihr könnt doch nicht ein Skelett sein. Was sollte das denn jetzt? Ihr könnt doch nicht als Skelett rumrennen und dann keine Knochen fallen lassen. Ihr besteht aus Knochen. 3. Ha, verdammte Scheiße. Und den letzten Bone habe ich verschwendet. Schon wieder ein Epic Lootbag. Noch ein Sacred Rubber Sapling. Mann, verdammt. Noch eine Diamond Horse Armor. Und ein Apprentice's Ring of Terror. Ja, den brauche ich nicht. Und ein Legendary Lootbag. Moment, ist Epic weniger als Legendary? Legendary ist besser, oder? Ja. Ha! Okay, Moment. Den kann ich jetzt noch nicht aufmachen. Das ist Legendary Loot. Wow, das gefällt mir sehr gut. Das ist cool. Es gibt ja nun mal nicht die Belohnung aus einem Questbook. Da finde ich das sehr cool, dass hier andere Sachen der Belohnungen drin sind. So, das brauche ich alles nicht hier. Zombie Brain können wir gleich noch zu Zeug machen. Rib Bone, ja, das ist leider schade. Da bekommt man nur Bone Meal draus. Das heißt, das kann ich nicht benutzen, um das Crook zu bauen. Naja gut, jetzt haben wir noch mehr von diesen Sacred Rubber Saplings. Wir werden mal gucken, ob wir den jetzt zum Wachsen kriegen. Oh, oh nein! Ah, scheiße, jetzt erinnere ich mich erst. Oh, scheiße. Oh Gott, das sind diese riesigen... Auf einem Skyblock! Ah, scheiße, das hatte ich vergessen. Das ist der gleiche wie in Pesti Inc. Oh, meine Fresse. Was soll ich denn mit dem Baum auf einem Skyblock? Ach, komm schon. Wie soll ich denn... Oh Gott. Den kann ich... Auf einem einzigen Dirtblock. Wie das aussieht. Den kann ich doch nicht abbauen. Manno. Okay. Und vor allem spawnen da oben drauf Zombies. Da ist ja eben eine Spinne runtergefallen. Oh, scheiße, Mann. Was mache ich denn jetzt mit dem? Weißt du was? Erstmal werden wir diese beiden Blöcke hier wieder zurückpacken. Ja. So und so. Schon wieder irgendwas zu Tode gestürzt. Ein Skelett, hurra! Mann. Scheiße. Ah. Okay, also wenn wir... Jetzt weiß ich, was ich aus dem Iron mache. Ich baue eine Schere. Und dann kann ich die ganzen Leaves abbauen. Und daraus bekommt man sehr viel Dirt. Ha! Jetzt weiß ich es. Ich baue eine Schere. Gibt es denn noch andere Scheren? Ja. Ha? Warum hat er überlebt? Ah, scheiße! Mann, Alter, das ist nicht cool. Boah, ich werde noch hier rückwärtig erschossen, ohne überhaupt zu wissen, warum. So, wir bauen erstmal einen Bone Crook. So, der wird schon mal länger halten. Ich könnte jetzt natürlich einen riesigen Nerdpool bauen. Wir haben eigentlich genug Blöcke. Jetzt ist da auch noch was gewachsen. Wir haben genug Blöcke, um einen Nerdpool da hoch oben hin zu bauen. Und dann könnte ich mit den Shears versuchen, die ganzen Blätter abzubauen. Wird natürlich nicht möglich sein. Ich werde nicht alle abbauen können. Aber es wäre erstmal ein Riesenvorrat. Das große Problem bei der Sache ist jetzt aber, wie komme ich wieder runter? Okay, erstmal Legendary Loot Bag.
Wir haben 2 Thormium Axes, das ist der Hammer. 6 Rails, die ich nicht brauche, Apprentice Ring of Ignis und Gold Horse Armor. Die kann ich doch bestimmt einschmelzen. Jawohl, sehr gut. Okay, Baubles, machen wir den weg. Mundane macht eh nichts. Wunderbar. Thormium Axe. Ich weiß nicht, wie gut die ist. Die kann man ja wahrscheinlich wunderbar verzaubern. Aber die hat jetzt erstmal keine Verzauberung. Hat die Vane Miner? Jawohl. Hat sie. Okay, oh, warte, da muss ich erstmal den Crook auspacken. Dafür. So, ah! Mann, verdammt! Das ist nicht cool, ich muss was unternehmen. Das kann so nicht bleiben. Also, wir haben eine relativ schnelle Axt und das bedeutet eigentlich, wir sollten uns jetzt schnellstmöglich unser Iron nehmen und da hochgehen und die ganzen Leaves abbauen. Aber zuerst muss das Inventar leer werden. Mit allem, was wir nicht brauchen. Tja. Und das war's jetzt auch schon. Den Rest brauche ich. So. Ich glaube, so viel Holz werden wir nicht brauchen. Ja, aber ich glaube, wir können verdammt viele Blöcke abbauen mit einer Schere. Deshalb bauen wir mal lieber noch eine zweite Doppelchest und lassen wirklich alles unten, was wir nicht brauchen. So, machen wir so. Huh? Wer ist denn da eben zu Tode gestürzt? Das war ein Typ. Der, Alter, wie viele Monster da runterkommen? Das ist nicht cool. Wahrscheinlich werde ich sterben, wenn ich da oben bin. So, Bones lassen wir hier. Dirt, Arrow, Zombie Brain, den ganzen Kram. Wooden Hammer brauchen wir auch nicht. Und die Diamond Horse Armor bestimmt auch nicht. Und die Bone Meals. So. Oh, Backe. Jetzt gehen wir da hoch. Mit unseren beiden Thormium Axes und mit der Möglichkeit, 2 Shears zu bauen. Um das alles abzubauen da. So, und ich werde mich hier ungefähr hochbauen müssen. Meine Güte. So, ist es natürlich blöd. Ach Gott. Und schon versagt. Wegen dem verdammten Drying Rack. Ist es natürlich blöd, dass wir kein Wasser haben, um runterzuspringen. Aber dann müssten wir uns beim nächsten Mal einen neuen Nerdpool bauen aus neuen Materialien. Alter, ich werde krepieren, bevor ich oben ankomme. Weise voraus. Ha! Oh, scheiße, ich spawne auf dem Baum.